Das Kernproblem ist nicht die Jugendgewalt, das Kernproblem ist, dass die Gewalt überwiegend von Migranten ausgeht. Es mögen auch ethnische Deutsche darunter gewesen sein, aber es ist die absolute Minderheit. Der größte Teil, der überwiegende Teil, das waren junge Migranten und sie sind das Problem. Das Problem ist, sie sind nicht integriert in diese Gesellschaft und sie wollen sich auch nicht integrieren in unsere Gesellschaft. Wenn man sich die Bilder anschaut, wo sie die Verachtung zeigen gegenüber dem Staat, gegenüber den Institutionen, gegenüber der Polizei, ganz ausdrücklich die Verachtung zeigen. Sie wollen nicht diesem Staat angehören. Und wenn die Politik jetzt noch verschleiert, was die wirklichen Hintergründe und Umstände sind, leistet sie letztendlich psychische Beihilfe für diese Migranten, die hier Straftaten begehen.